Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir die zwei Hunde auf sehr lustige Art und Weise überlistet bzw. zum Essen gerufen und jetzt versuchen wir hier diesen Kasten zu knacken. Und jetzt in der Pause ist mir mal so aufgefallen, dass wahrscheinlich jeder Spieler denselben Fehler macht, denn dass jeder erstmal da diese Zahlen, diese Fibonacci-Folge eingeben wird, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass man die Fibonacci-Folge weiterführen muss. Und zwar 5 plus 8. Das wäre dann nämlich 13. Gehst du bitte eins daneben. 13. Ja, wie machen die das dann? 1 plus Dings wäre dann wieder 4 oder was? Das kann ja irgendwie nicht sein. Nein. Nee. Ja. Das sind dann 7. Und das sind 11. Was aber auch irgendwie nicht stimmt. Wartet mal. Also die rechnen ja 0 plus 1 ist 1. 1 plus 1 ist 2. Und 2 plus 3 ist 5. Und dann 5 plus 8. Ja, das sind 13. So schlau war ich auch schon. Ach Quatsch, ich doof, da muss ich doch die 8 dann dazu rechnen, wenn die das so wieder machen. Das wären dann ja 21. So, und jetzt muss ich das zusammenrechnen, das sind 34. Hahaha, das war gut. Was ist das? Schlüssel für Herrenhaus. Diesen Schlüssel hatte ich Großvater zurückgegeben, nach dem Vorfall. Er wusste wohl, ich würde wiederkommen. Ich hätte es nur früher tun sollen. Sehr schön. Das war nicht so schwer, aber wie gesagt, jeder Spieler wird wahrscheinlich erstmal diesen Fehler machen und denken, ach ja, dann gebe ich einfach mal diese Fibonacci-Folge da ein. Sonst ist hier nichts. Gut, öffnen. Und wir brauchen dringend Bandagen, sonst sind wir ganz schön im Popo. Das Ding hier ist doch bestimmt auch noch irgendwann. Ich glaube, damit kann man die Brücke drehen. Aber irgendetwas fehlt. Da Vinci Brücke. Brückenkurbel. Die Brückenkurbel. Ich weiß, man kann die Brücke so drehen, dass ich hinüberkomme. Ja, aber wir haben ja schon festgestellt, dass irgendwas fehlt. Also vorher möchte sie die auch nicht betreten. Aber irgendwas fehlt. Ja, witzig. Büsch vielleicht? Warum? Ach so, das sind nur so komische Dinger. Naja, nee, nee. Das war auch gut. Ja, ja, nee, nee. Irgendwas fehlt. Ja. Da oben liegt doch was, aber ja, da will sie ja nicht hoch. Nee. Seid ihr brav, Hundis? Ja? Auch süß. Aber ihr seid hässliche Hunde, ganz ehrlich. Also hübsch seid ihr nicht. Tja. Irgendetwas fehlt. Nochmal bimmeln können wir nicht. Aber was fehlt? Ach, Moment mal, du hast doch... du hast doch zwei Sachen. Vielleicht diese Lilienscheibe? Maybe. Aber das kann eigentlich nicht sein. Sie macht es jetzt doch. Okay. Ja, so schnell war ich doch nicht. Jaha. Dann machen wir das halt nochmal. Oh Gott, immer im Wechsel jetzt. Oder ja. Heul doch nicht rum, Sophie.
warum sagst du denn dann, irgendwas fehlt? Hä? Naja. Hunde, wer hat euch gesagt, ihr dürft mitkommen? Ich glaube, ich habe euch das nicht erlaubt. So, immer mal schön ein bisschen hier nebenbei gucken, geschweige denn, man darf das. Also hier darf man hin, aber auch nicht weiter. Okay. Süß. Schlüssel haben wir ja jetzt. Ja, ja. Venuzen. Gut gemacht. Ich muss einen Zugang zum Garten finden. Hierher kam Großvater immer, wenn er in die unterirdische Grotte ging. Ah, die Grotte. Dringen Sie in die unterirdische Grotte ein. Checkpoint erreicht. Okay. Hier sind doch bestimmt auch schon wieder irgendwelche Typen unterwegs, die hier eigentlich nicht hingehören. Ullalalala. Das sind sehr schicke Mäntelchen. Schuhe. Ah. Statue. Aeneas, der Gründer der römischen Kultur. Seine Geschichte wird im Virgils-Epos die Aeneis erzählt. Großvater erzählte mir, dass er, obwohl Sohn der Venus, selbst kein Gott war. Aeneis. Aha. Oder wie auch immer. Und da ist ein schönes Pentagramm. Machst du das auch auf? Nein, die Maus. Langsam, langsam. Sonst noch was Interessantes? Unterm Schrank vielleicht? Nö. Okay. Nee. Gut. Die Tür ist anscheinend nicht wichtig. Das hörte sich gerade an, als wäre hier wer? Kamin. Am Kaminsims fehlt irgendetwas. Bestimmt die Lilienscheibe, die du hast, wa? Passt! Moment, das ist noch nicht alles. Die Teile drehen sich auf eine bestimmte Art, ich weiß nur nicht mehr wie. Also Theorie... Na gut, du weißt nicht mehr wie, ne? Also warten wir erstmal, wir haben ja noch keine Ahnung. Da steht eine Blumenvase, ist auch nicht interessant. Gut. Amor war der Gott der Liebe und einer der Söhne der Venus. Oft wird er mit Augenbinde dargestellt, ein Symbol dafür, wie blind die Liebe ist. Tja, ja, der Amor. Und schöne Bilder. Wo hat er das Geld her, sich die zu... Naja gut, der hat die wahrscheinlich einfach aus dem Museum geklaut. Das hilft uns nicht. Mal gucken, wann hier der erste Mönch-Typi auftaucht oder so. Hier gibt es bestimmt noch ein paar mehr Statuen zu finden. Das Ding geht bestimmt später noch auf. Jetzt sind wir wieder hier. Nee, geh mal von hier am besten. Nein. Dann gehen wir hoch. Buntglas. Also das können wir uns doch bestimmt schon wieder aufschreiben, ne? Ah, okay. Okay, gut. Zettel und Stift, geschweige denn, ich finde einen. Gut. Nidaba. Nidaba. Was sagst du dazu? Nidaba war die sumerische Göttin des Lernens, der Schreibens und Rechnens. Zu Beginn eines jeden Jahres schrieb sie die Ereignisse des großen Gerichtstages auf. Ich habe jetzt mal dahinter geschrieben, Lernen und Rechnen.
Und darüber geht der Pfeil nach oben. Dann haben wir Tiamat. Tiamat, die Schlangengöttin aus den Abgründen der Meere. Die Babyloner glaubten, am Anfang gab es nur Tiamat und Apsu. Der Körper der toten Tiamat wurde in zwei Teile gespalten. Ein Teil ergab den Himmel, der andere die Erde. Aus den Tränen der Sterbenden bildeten sich die Flüsse Tigris und Euphrat. Auch interessant. Da ist das Zeichen nach unten. Belet-Ili. Belet-Ili, die sumerische Göttin des Mutterleibs. Die anderen Götter baten sie, Menschen zu erschaffen, damit jemand die Äcker bestellte und Kanäle aushob. Sie erschuf Männer, indem sie Lehm mit Speichel und Blut des Untergottes Aphilu vermischte, der zu diesem Zweck getötet wurde. Danach erschuf sie Frauen, damit sie weitere Menschen gebaren. Das ist aber nett, dass sie das gemacht hat. Da ist das noch rechts. Isis. Isis, die ägyptische Göttin der Wiedergeburt, Heilkunst und Liebe. Nachdem Seth ihren Gemahl zerstückelt hatte, nahm Isis die einzelnen Teile an sich, setzte ihn wieder zusammen und pflegte ihn gesund. Isis war es, die den Sonnengott Ra in den Himmel gesetzt und den Menschen Ackerbau, Rechtswesen und Medizin gebracht hatte. Gott, Ehemann zerstückelt, das ist ja schon sehr lecker. Da geht's nach links. Gut, dann, nee, wir machen unten noch nicht den Kamin auf. Wir gucken uns erstmal hier weiter um. Ich krieg die Tür einfach nicht auf. Oh ja, vielleicht solltest du dann mal deine Hände benutzen. Voll die Zicke, ich krieg die Tür einfach nicht auf. Benutz mal den Ring, das sah so aus, als würde der passen. Fein, jetzt muss ich dranbleiben. Hä? Was ist hier falsch? Sieht aus wie so ein BDSM-Bett oder so. Das Bild ist nicht interessant. Auch nicht interessant. Irgendwie geht mir das hier in dem Haus alles ein bisschen schnell. Da steht ein Bild. Das möchte Sophie aber nicht angucken. Untersuchen. Da ist eine Notiz. Ich glaube, diese Verse haben etwas mit den Darstellungen der Göttinnen auf den Glasfenstern zu tun. Von ihr wurden Himmel und Erde zerrissen. Von ihr wurde die Menschheit geboren. Von ihr wurde ihr Name in Stein geschrieben. Von ihr strahlte heilende Liebe aus. Ach Gott, also das ist dann wahrscheinlich nochmal die Reihenfolge. Also lernen und rechnen. Das ist auch schön, dass ich das nicht... Von ihr wurde ihren Namen in Stein geschrieben. Menschheit geboren ist klar. Das ist diese Belet-Ili. Das war dann... Ja, sie hat das Ding ja dabei. Nein, hat sie nicht. Ja, das ist ja doof. Warum nimmst du das denn... Ich glaube, diese Verse haben etwas mit den Darstellungen der Göttinnen auf den Glasfenstern zu tun. Warum nimmst du das denn nicht mit, liebe Sophie? Also eins ist dann... Himmel und Erde zerrissen. Plus Erde zerrissen. So, zwei ist geboren. So, drei ist Namen in Stein geschrieben. Namen in Stein. Wer klopft denn da? Also im Spiel. Liebe aus. Die vier dann. Liebe. Das könnte dann die Isis sein, weil heilende Liebe, weil sie ja ihren Typen da geheilt hat. Naja gut, dann muss man den Rest halt mal anderweitig gucken, ne? So, Zettel weg. Raus da. Ist hier noch was auf dem Schränkchen? Lassen. Da ist nichts drin. Bandagen wären jetzt gerade mal gut. Ob Sophie dann auch so einen Orgasmus bekommt? Das sieht doch schon wieder aus, als würde da was fehlen. Verschlossen. Hier ist eine Vertiefung und ein Liliensymbol. Okay.
Nichts drin. Ich möchte diesen Schrank haben. Der gefällt mir sehr gut. Bandagen. Sehr gut. Oh, sie hat gar nichts gesagt. Schade. So. Da ist nichts drin. So einen großen Schrank und fast nichts drin. Das darf doch nicht wahr sein. So, das Bild ist auch nicht interessant. Die Lampe nicht. Okay. Zu dem Bett sagst du nix, oder doch? Ah. Da Vincis Panzer. Sehr schön. Sowas hat der Großvater im Bett? Warum? Das war ein Geheimnis. Sonst hat er nichts im Bett? Nein. Okay. Da ist noch der Kleiderschrank. Das ist auch nicht wichtig. Das hier noch? Nö. Hast du zufälligerweise noch was aufgeschrieben? Bestimmt, ne? Da gerade doch. Gedicht. Gedicht der Göttin von... Achso, das ist das, was wir schon hatten. Hinweise für Studenten, das brauchen wir nicht mehr. Geheimnisse der Panzer. Erfindung da Vincis Panzer. Ein schildkrötenförmiges Fahrzeug, das mit Metallplatten verstärkt wurde und im Inneren ein Geschütz und verstärkte Waffen besaß. Es wurde aus dem Inneren von 8 Männern bedient, die die Räder mit Hilfe von Kurbeln drehten. Der obere Teil bot durch Schlitze oder Bullaugen einen guten Blick auf das Schlachtfeld. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Da hast du nichts mehr geschrieben? Nein. Sehr schön. Menschen? Ach so, das sind keine Menschen, das sind Tiere, aber egal. Sonniers Hunde. Sonnier gab seinen weißen Schäferhunden die Namen von Leonardo da Vincis Eltern, Ser Piero und Katharina. Weiße Schäferhunde, die sahen irgendwie ein bisschen anders aus, die Viecher. Belet Ili. Das ist doch das, was du gesagt hast, ne? Ja gut. Ja, das ist das, was sie gesagt hat. Ich geh's nur mal. Sonnengott, ja. Die hast du noch. Das ist, ja gut, im Prinzip ist das nicht schlecht, wenn man, Dingens. Ach, die hat die Himmel und Erde geteilt. Okay, das ist gut. Das ist die Tiamat. Dann wissen wir das auch schon. Und Kunst ist nichts Interessantes. Okay. Wir wissen jetzt, dass diese Tiamat zuständig ist für Himmel und Erde geteilt. Das ist dann die... Schreiben wir schon mal dahinter. Tia. Das kann ich mir dann wohl merken. Okay, das mit diesen Göttinnen und mit dieser... Da müssen wir ja wahrscheinlich die Lilienplatte dann so drehen. Nach der Reihenfolge dann von den Göttinnen. Das machen wir im nächsten Part.